mal vernichtet haben. Na eben. Wie? Als ob du das jetzt nicht auch könntest. Das ist voll viel. Die sind auch über 125 Gramm, ne? Das ist richtig viel. Energy das Cake. War, ich hätte 5 davon gegessen. Ja gut, das ist jetzt nicht das Problem. Boah, ich finde das voll viel dran. Aber lecker. Ja. Okay, wir müssen jetzt fahren. So, du kannst ja immer während der Fahrt ein bisschen snacken. Mhm. Wir sind auf dem Weg nach Köln. Ich habe im Schlepptau die Cleo. Ich weiß nicht, ob ihr sie kennt, aber ihr solltet sie jetzt auf jeden Fall kennen und mal bei ihr auf Instagram vorbeischauen. Die Gute hat heute ihren ersten Wettkampfauftritt. Das erste Mal Bikini-Klasse. Eine richtig lange Diät hinter sich. Eine unnormal krasse Leistung abgeliefert. Ihre Geschichte ist eigentlich schon fast den Film wert. Sie hat das Ganze leider nur nicht dokumentiert. Aber hey, ihr seht jetzt einfach das Endergebnis. Vielleicht kann ich da noch ein paar Bilder von vorherigen Posings und so weiter einblenden, dass ihr mal seht, wie die sich entwickelt hat. Ich bin auf jeden Fall als Coach richtig stolz, dankbar, dass ich die Zeit mit ihr genießen durfte. Ist auf jeden Fall eine richtig krasse Erfahrung. Und ich glaube, ich bin fast mehr aufgeregt als sie im Moment, denn sie kann einfach die ganze Zeit jetzt essen, worauf sie Bock hat. Und das ist für sie schon heute, glaube ich, ein Sieg genug. Aber kommen wir mal zu Cleo. Ich muss ja auch mal mehr Frauen in meinen Videos zeigen, damit nicht, weil ich glaube, meine Zuschauer sind fast nur Männer. So. Deswegen schauen wir uns einfach mal an. Cleo? Hallo. Hallo. Wie geht es dir? Gut, ich freue mich. Freust du dich? Ich bin nervös. Bist du wirklich nervös? Ja. Okay. Ja, aber sonst. Erster Wettkampf, ich lasse alles mal auf mich zukommen. Ja. Okay. Und was war so ungefähr die schwerste Zeit während dieser Diät oder während dieser Vorbereitung? Die letzten Wochen, also wenn du dann weil mit den Kalorien sehr niedrig bist, Cardio dazukommt. Das Schlimmste war für mich HIIT, also High-Intensity-Training morgens. Ja, ich glaube, da war, als ich das nicht mehr machen musste, da war für mich schon der erste, ja eigentlich, es war für mich schon Wettkampftag, Freude und ja. Okay, und worauf freust du dich heute am meisten, wenn du ehrlich bist? Also sei wirklich ehrlich. Ich glaube, auf den Moment danach, wenn man alles geschafft hat, ich glaube, dann kommt auch, also ich bin jetzt schon stolz, ich bin zufrieden mit dem, was ich so geleistet habe, aber wenn man dann nach der Bühne runterkommt und weiß, so, ja, ich habe es jetzt hinter mir, wenn es dann auch noch gut gelaufen ist, wäre optimal und ich glaube, das ist dann der schönste Moment, wenn man dann die Familie in die Arme nimmt und weiß, so, die schwere Zeit ist dann auch überstanden, ja. Ja, so sehe ich das auch. Also für ihren ersten Wettkampf, sie kann eigentlich nur gewinnen heute. Sie kann da nur positiv rausgehen, weil sie erstmal die Erfahrung sammeln muss. Und deswegen sehe ich das sehr positiv, dass sie da heute auch antritt. Und denke, das ist einfach eine Erfahrung fürs Leben oder zumindest, wenn man sich für den Sport interessiert und das machen möchte. Ich selber war noch nie auf der Bühne. Ich weiß auch nicht, ob ich dafür der Typ bin. Aber ich bin irgendwie dankbar, dass ich das als Coach machen durfte. Und ja, wie gesagt, wir sind am Ende alle gespannt, was dabei rumkommt. Ich kann jedem nur empfehlen, wenn er darauf Bock hat, zieht das einfach durch. Und was noch viel wichtiger ist, danach halt einfach wieder zu gucken, wie man aus der ganzen Sache herauskommt und nicht in ein Loch fällt. Oder am Ende sagt, also es gibt ja die verschiedensten Szenarien, die nach so einem Wettkampf entstehen. Von Essstörung bis hin zu Wettkampfkarriere, bis hin zu sonst. Also es gibt die verschiedensten Ausgangssituationen. Und ja, da ist dann auf jeden Fall entscheidend, den richtigen Weg zu finden und definitiv auf seinen Körper zu hören. Und ja, wie gesagt, wir sind auf dem Weg nach Köln. In ungefähr einer Stunde sind wir da. Dann ist Athleten einschreiben.
Streifen auch, also. Wo hat sie Streifen? Sie hatte Streifen am Bein. Hier gibt es keinen mit nach hinten werfen. Jetzt hast du es trotzdem. Ich vergesse. Es macht so. Das ist schon, ja. Mhm. Das war gut, das ist super, ohne Spaß. Dann brauchen wir doch noch was haben. Also ich bin zufrieden. Wenn ich euch meinen Bauch zeigen würde, Tag, es ist Montag. Wir haben gestern Abend nur noch den Abend quasi ausklingen lassen, sind von Köln nach Bielefeld nach Hause gefahren und
haben das Ganze nochmal Revue passieren lassen, nochmal über das Ganze gesprochen. Es war, wie gesagt, für Cleo der erste Bikini-Wettkampf und für mich der erste Wettkampf als Coach. Und ich muss wirklich sagen, es hat mir extrem viel Spaß gemacht, vor allem der Weg dahin. Und es hat mir noch viel mehr Spaß gemacht, jemanden dahin zu begleiten, die Erfolge zu sehen und am Ende dann auch so ein Ergebnis abzuliefern, für den ersten Wettkampf gleich den vierten Platz zu machen, so viel Zuspruch zu bekommen, ist meiner Meinung nach echt Hut ab. Und auch alle anderen, die da waren, alle anderen Athletinnen, da waren auch Männer in der Men's Physik, Hut ab vor der Leistung. Ihr habt alle ewig lange Diät gemacht wahrscheinlich, ihr habt krass trainiert, ihr habt euch so heftig darauf vorbereitet und wirklich gut performt, egal welchen Platz ihr gemacht habt. Ihr habt alles gegeben und das zählt am Ende. Und ja, ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich kann mir vorstellen, dass Cleo da echt eine Karriere startet, denn sie hat das Potenzial dazu. Und würde mich definitiv freuen, auch nochmal sowas zu machen, sei es mit ihr oder mit jemand anderem. Es war eine richtig gute Erfahrung. Ich bin ihr auch sehr dankbar dafür. Und jedem einzelnen meiner Klienten für ein Personal Training oder sei es nur ein Ernährungsplan, das ist immer wieder eine Erfahrung für mich. Und genau das zählt. Und ja, in diesem Sinne, ich hoffe, die Eindrücke haben euch gefallen. Ich hoffe, es ist nicht allzu chaotisch, weil ich habe immer zwischendrin mal gefilmt und hinter den Kulissen musste mich eigentlich um sie kümmern. Ich würde mich dennoch freuen, wenn ihr mir einen Like für das Video da lasst, das wäre super. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, einen guten Start in die Woche. Heute ist Montag, aber egal wann ihr dieses Video seht, macht das Beste aus dem Tag. Bis zum nächsten Mal.